und herzlich willkommen zum schlauen Buch der Vielfalt der 5 Inklusionsweisen. Heute zum Thema Vielfalt im Job. Was bringt eigentlich das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG? Ich denke, wir werden es in Zukunft abkürzen. Mein Name ist Felicitas Käfer. Ich koordiniere in Erlangen das Projekt Kommune Inklusiv. Und ich darf in dieser illustren Runde noch ein paar andere nette Menschen begrüßen. Zum einen unsere Gästin, will ich mal sagen, Sibel Soyer. Sie ist vom Weiterbildungsträger Arbeit und Leben aus Rheinland-Pfalz und Prozessberaterin und Diversity-Trainerin. Genau, und du hast sicher sehr viel Spannendes zu diesem Thema beizutragen. Da freue ich mich schon drauf. Ansonsten sind natürlich wieder meine Kolleginnen und Kollegen von Kommune Inklusiv mit dabei, bundesweit aus Rostock, Erik Ortlieb und Anja Schulz. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Aus Schneeferdingen, aus der idyllischen Lüneburger Heide, wie du immer so schön sagst, Jessica Bleifuß. Hallo, ich freue mich. Aus der Verbandsgemeinde Niederolm, Grazia Schade. Hallo zusammen. Und meine Kollegin aus Erlangen, aus dem schönen Franken, Ina Fischer. Hallo. Ja, und dann ist heute noch besonders in dieser Folge, dass wir zum ersten Mal eine Gebärdensprachdolmetscherin mit dabei haben, Caroline Barth aus Jena. Auch dir herzlich willkommen. Ja, ich finde unser Thema durchaus spannend. Es geht um Vielfalt im Job und wie ihr Vielfalt erlebt, wo ihr das schon erlebt, wo vielleicht noch nicht, wo ihr es vermisst. Und inwiefern eben das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz da schon wirklich umgesetzt wird. Und wie es quasi jetzt unsere Tradition will, lese ich erstmal aus unserem schlauen Buch der Vielfalt vor, beziehungsweise aus dem AGG. Das ist in Kraft getreten am 18. August 2006. Paragraph 1. Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Das klingt wieder nach sehr hehren Zielen. Es ist wunderbar, dass es dieses Gesetz gibt, dass sich schlaue Menschen dazu Gedanken gemacht haben. Aber das eine ist eben die Theorie und das andere ist die Praxis. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal gleich zu unserem Gast, zu Sibel, schauen und dich um deine Einschätzung bitten, wie das denn in deiner Praxis, in deinem täglichen Leben ausschaut, was du für Erfahrungen gemacht hast mit dem AGG. Ja, vielen Dank. Ja, das ist tatsächlich so, dass wir einen recht langen Namen haben. Das heißt IQ-Service Interkulturalität und Vielfalt in der Arbeitswelt Rheinland-Pfalz. Also es geht tatsächlich auch um vielfaltsorientierte Öffnungsprozesse in Kommunen, in Organisationen, in Betrieben, vor allen Dingen auch kleineren und mittleren Betrieben. Und es geht auch um interkulturelle Kompetenzentwicklung für Mitarbeitende in diesen Betrieben. Das heißt, es geht eben genau um dieses Thema, in die du uns eingeführt hast, Vielfalt. Wie leben wir Vielfalt? Leben wir sie so, dass es AGG-konform ist? Und ist es tatsächlich in der Realität auch so, dass es keine Diskriminierung gibt aufgrund bestimmter Merkmale, die zum Beispiel auch in dem AGG geschützt sind? Ja, mein Auftrag im Rahmen des Projektes ist zum einen eben diese Schulungen durchzuführen mit Mitarbeitenden in den einzelnen Einrichtungen, Organisationen. Zum anderen aber auch diese eben genau bei diesen Fragestellungen zu beraten, aber auch zu begleiten. Die Erfahrungen sind sehr vielfältig, so vielfältig wie eben Vielfalt auch so ist. Das heißt, wir sind in der Realität tatsächlich leider nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben eine absolut diskriminierungsfreie Arbeitswelt. Das haben wir nicht. Es ist in der Gesellschaft genauso wenig diskriminierungsfrei. Und deswegen arbeiten wir ja auch an diesen Ebenen, um eben so weit wie möglich ein Diskriminierungsbewusstsein bei allen Menschen, aber auch bei allen
Verantwortlichen, also Führungsverantwortlichen und Personalverantwortlichen auch anzuregen und dieses Bewusstsein zu schaffen, um eben den Blick zu schärfen und genauer hinzugucken. Was tun wir, um eben diskriminierungsfrei unsere Bewerbungsverfahren zu gestalten? Was sehen wir oder wen sehen wir und wen blenden wir aus? Das sind so Themenaspekte, die wir in unserem Projekt umsetzen und beziehungsweise als Schwerpunkte auch bearbeiten. Ja, vielleicht noch einen Satz. Ja, es ist so, dass wir im Grunde genommen ja wissen, Diskriminierung erfolgt in der Arbeitswelt, aber es bedarf ja immer Studien, um das immer wieder zu unterlegen und belegen zu können, weil wir können viel reden, auch von unseren einzelnen Erfahrungen, aber wenn eine Studie kommt, dann wacht die Politik erst auf. Und so gab es tatsächlich auch 2018 wurde eine Studie veröffentlicht von einem Berliner Forschungsinstitut und sie kamen genau zu diesem Ergebnis, dass Menschen mit unterschiedlichen Merkmalen, vor allen Dingen auch Merkmalen, die äußerlich sichtbar sind oder anhand des Namens erkennbar, dass diese Bewerber und Bewerberinnen im Vergleich zu ihren deutschstämmigen Bewerbern und Bewerberinnen benachteiligt werden. Das war diese Studie von einer Berliner Universität, ne, wo man eine und dieselbe Bewerbung genommen hat und dann die jeweiligen Bilder und Namen ausgetauscht hat. Und dann kam dabei raus, dass diejenigen, die von der sogenannten Norm abweichen, erst gar nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurden. Beziehungsweise weniger eingeladen wurden. Weniger. Ja. Und was meinst du jetzt, was kann man tun? Also sind anonymisierte Bewerbungsverfahren jetzt die Patentlösung zum Beispiel? Also grundsätzlich finde ich anonymisierte Bewerbungsverfahren der Weg in die richtige Richtung. Weil dadurch natürlich auch nochmal genauer in Richtung der Leistungen und Qualifikationen geguckt wird und weniger auf die Merkmale, die uns alle natürlich unsere Identität ja auch ausmachen und dadurch natürlich auch dazu führen, dass möglicherweise eine Diskriminierung erfolgt. Die Frage ist für mich immer wieder, ist das das Patentrezept? Für mich ist es nicht das Patentrezept, weil ich finde, anonymisierte Bewerbungsverfahren führen vielleicht zu einer Chancengleichheit, aber für mich stellt sich immer die Frage, ist Chancengleichheit gleich auch Chancengerechtigkeit? Und was meinst du denn damit? Ja, also was ich damit meine, würde ich ganz gerne anhand einer Illustration mal zeigen. Das wäre Chancengleichheit. Die Frage ist, wer kann denn über die Hecke sehen? Also für die Ina, es sind drei Personen abgebildet auf dieser Illustration und sie stehen auf einer Kiste. Die eine Person ist recht lang und kann über die Hecke schauen. Da ist ein Spiel, ich meine ein Fußballspiel oder ein Hockeyspiel. Die zweite Person, die ist ein bisschen kleiner als die erste Person, kann aber auch gerade so über dieser Kiste, also auf dieser Kiste über die Hecke schauen. Und die dritte Person ist eine recht kleine Person, steht zwar genauso wie die anderen auf einer Kiste, kann aber nicht über die Hecke sehen. Und das, und darunter steht Chancengleichheit, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das bedeutet, es wird nicht berücksichtigt, welche Voraussetzungen jeder Mensch mit sich bringt, ne? Also das könnte man ja auch auf Schulsystem zum Beispiel beziehen. Vielen Dank. Jetzt würde ich da gerne mal an Grazia und Ina übergeben. Wie ist das denn bei euch? Ihr habt ja beide eine offensichtliche Behinderung. Ina, du bist blind. Grazia, du sitzt im Rollstuhl. Was habt ihr denn bisher für Erfahrungen gemacht am Arbeitsplatz für Diskriminierungen oder bei der Jobsuche? Grazia, möchtest du anfangen? Ja, gerne. Also ich habe das Glück, dass ich seit 21 Jahren im Job bin und relativ selten mich bewerben musste. Ich denke halt, dass man das gar nicht so häufig mitbekommt, wenn man diskriminiert wird, weil man bewirbt sich irgendwo und man wird zur Seite gelegt, nicht eingeladen. Und dann kann man das natürlich in Frage stellen. Liegt es an der Fachlichkeit? Hat man vielleicht zu sehr nach den Sternen gegriffen? Das ist mir sicherlich auch das ein oder andere Mal passiert. Oder liegt es tatsächlich an der Behinderung?
ich selber habe ja aber auch 10 Jahre Geschäftsführungstätigkeit hinter mir und habe lange Zeit demnach auf der anderen Seite des Schreibtisches gesessen, habe viele Bewerbungsgespräche geführt. Und dann hört man natürlich auch viele Geschichten und so. Das ist so, dieses Thema Diskriminierung ist leider wirklich allgegenwärtig. Also man bekommt viel erzählt und das hat nicht immer was mit Behinderung zu tun. Also Thema Alter ist ein ganz großer Faktor, um diskriminiert zu werden, muss ich leider sagen. Also alle, die jenseits der 50 sind, haben große Probleme, tatsächlich wieder auf eine Arbeit zu kommen oder sich auch zu verändern. Ich persönlich finde das total schade, weil ich denke halt, ein heterogenes Team bereichert und es steigert die Kreativität. Es ist natürlich vielleicht auch mal anspruchsvoller, aber das ist ja eigentlich auch der Reiz in unserer Gesellschaft. Und von daher, ich denke so, als Frau mit Behinderung ist es mir tatsächlich wirklich weiterhin bewusst, dass ich im Bewerbungsverfahren sicherlich schlechtere Chancen habe. Und ich habe mich eben bezüglich der Grafik so gefragt, naja, wir lesen ja gerade bei Ausschreibungen vom öffentlichen Dienst oft den Satz, Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Und dann habe ich mir jetzt so gedacht, ich möchte aber eigentlich auch nicht bevorzugt werden, sondern ich will einfach die gleichen Rechte und die gleichen Chancen haben. Und es geht immer darum, ein Team zu besetzen. Es muss fachlich passen, es muss menschlich passen. Aber ich mag natürlich nicht in einem Bewerbungsverfahren von vornherein sozusagen zwar eingeladen werden, aber mit dem Wissen, die nehmen wir eh nicht, weil die hat ja eine Behinderung, die ist immer krank und die ist nicht leistungsfähig und was da alles so da kommen kann an Argumenten. Und das finde ich natürlich ganz schwierig. Und sich da zu behaupten, das ist teilweise sehr anstrengend und sehr schwierig. Das erinnert mich jetzt aber auch an die Frauenquote. Das ist jetzt gerade einfach nur eine Assoziation. Bist du dann auch gegen die Frauenquote? Also ich tue mich generell schwer mit Quoten. Ich finde es schade, dass wir über sowas diskutieren müssen und dass wir da einfach nicht die Chancen nutzen, die halt die bunte Gesellschaft mitbringt. Aber das ist wahrscheinlich zu blauäugig. Ich befürchte, wir haben das ja auch in anderen Zusammenhängen schon diskutiert, hier in unserer Videopodcast-Reihe. Also ich bin doch an das Thema die Normen erinnere, dass wir wahrscheinlich vorübergehend irgendwie auch solche Quotenlösungen brauchen. Also wir haben ja auch die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung. Ich selber finde halt, was ich daran ganz schwierig finde, nicht nur, dass wir eine Quote brauchen, das ist so momentan, aber dass sozusagen auch die Sanktionen, dass wenn die Quote nicht erfüllt ist, die sind so gering, dass die Betriebe sich dann doch eher da freikaufen, weil es einfach für sie dann scheinbar der bessere Weg ist. Und das finde ich schwierig, dass der Gesetzgeber, finde ich, solche Dinge eigentlich auch nicht gut durchdenkt. Gibt es Sanktionsmöglichkeiten, wenn man Quoten einführt? Wie sehen diese dann aus? Und kann man nicht auch andere Wege finden? Also, ja, 2 Seelen in meiner Brust. Ja, danke für die differenzierte Antwort. Ich würde an Ina übergeben. Wie ist es bei dir mit deinen Erfahrungen? Genau, ich habe mich jetzt im Laufe meines Berufslebens tatsächlich schon mehrfach bewerben dürfen und müssen. Ich komme ja aus dem kaufmännischen Bereich ursprünglich und habe mich dann nach der Ausbildung sowohl in der freien Wirtschaft als auch tatsächlich bei Kommunen und öffentlichen Trägern beworben. Aus der freien Wirtschaft, ich habe jetzt mal grob überschlagen, ich habe so 180 Bewerbungen ungefähr an die freie Wirtschaft geschickt. Davon habe ich einen Termin zum Vorstellungsgespräch bekommen. Krass. Im öffentlichen Dienst habe ich ca. 25 Bewerbungen geschrieben. Die mussten mich natürlich einladen. Ich war dann aber nicht bei allen Vorstellungsgesprächen, weil ich dann schon teilweise mitbekommen habe beim telefonischen Einladungsgespräch, dass sie mich eigentlich nur einladen, weil sie mich einladen müssen, und habe das dann teilweise dann direkt abgeblockt, weil das natürlich auch wenig Sinn macht, ein Gespräch zu führen, wo man eh schon weiß, das bringt nichts. Und wie bist du da jetzt so empowered rausgegangen? Also das hört sich erstmal nach echt schlechten Erfahrungen an. Das muss man ja auch erstmal verdauen. Oder wie bist du damit umgegangen? Gut, ich habe dann tatsächlich das Glück, in der freien Wirtschaft einen Job zu bekommen, in einem Callcenter, die natürlich die Chance gesehen haben, in jemand, der eine Sehbehinderung hat, der natürlich auch ein Ticken anders zuhört, da tatsächlich nach den Fähigkeiten zu gehen und die Behinderung in dem Fall als Chance zu sehen. Wunderbar. Voll ja. Schön, dass es dann doch auch noch eine positive Erfahrung gab. Ja, wobei die Quote natürlich 1 zu 180 Bewerbungen schon sehr mächtig ist. Ja. Diese Diskriminierungserfahrung jetzt eher im öffentlichen Dienst, also das AGG schön und gut, auch diese Verpflichtung der öffentlichen Stellen, Menschen mit Behinderung einzuladen,
Ich glaube, dass das tatsächlich nicht förderlich ist für die Menschen mit Behinderung, weil man dann doch noch mehr, also aus einem Gespräch geht man frustrierter raus, wenn man einfach eine schriftliche Absage direkt bekommt. Und also ich finde dieses anonymisierte Verfahren ganz gut, weil dann tatsächlich erstmal nach der Fähigkeit geurteilt wird und dann auch niemand verpflichtet ist, jemanden einladen zu müssen, nur weil er eben eine Behinderung hat. Das kann man ja auch schon wieder als Art der Diskriminierung ansehen, ne? Wenn man nur deswegen eingeladen wird. Ja. Ich würde jetzt gerne mal einen Schwenk nach Rostock machen, Erik. So, du als, sagen wir mal, Mittelalter, weißer Europäer. Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast noch keinerlei Diskriminierungserfahrungen in dem Bereich gemacht. Oder liege ich da falsch? Weit gefehlt. Also das genauso hatte ich mir das im Zuge dieser Sendung, die wir heute aufnehmen, habe ich darüber nachgedacht, dass ich natürlich eigentlich augenscheinlich mehr als privilegiert bin. Ich bin Anfang 30, ich bin Mitteleuropäer und so sehe ich vor allen Dingen auch aus. Das ist ja der Schlüssel dabei. Nun habe ich aber folgenden Fehler gemacht. Ich habe mir eine Branche gesucht, die für Männer ungeeignet ist. Ich bin im Erstberuf eigentlich Erzieher. Und ich habe sozusagen in den Gesprächen und so weiter, da kann ich nichts darüber sagen, dass mir in irgendeiner Form diskriminierend begegnet worden wäre. Auch mit Einladung habe ich es nicht. Aber mit meiner Qualifikation zum Beispiel. Ich bin also Erzieher und habe dann Kindheitspädagogik studiert. Und das ist ein Studium, was offiziell dem Sozialpädagogen gleichgestellt ist, es aber in Wirklichkeit nicht ist. Und die Träger haben Kataloge, wie Stellen zu besetzen sind. Also verdiene ich, oder so war das auch bis jetzt immer, habe ich weniger Geld verdient. Und dazu kommt, dass ich in einer Branche war. Ich habe 10 Jahre sozusagen im Kindergarten gearbeitet, auf verschiedenen Ebenen. Und da werden Männer sehr kritisch beäugt. Also entweder gilt man schon obligatorisch als homosexuell oder pervers oder beides. Und das führte so weit, da war ich dann aber schon an einer Führungsposition oder sagen wir mittleren Ebene in der Kita, dass es darum ging, dass männliche Praktikanten keine Windeln mehr wechseln dürfen. Und da habe ich gesagt, wir werden hier niemanden unter Generalverdacht stellen und wer diesen Beruf lernt, der kommt nun auch an einer vollen Windel nicht vorbei. Und das ist ein schwieriges Brett. Und ich drehe es ja gerne ins Positive. Das heißt, jeder von uns, der bei solchen Stellen arbeitet oder sich da bewirbt, so wie Ina, so wie Grazia, so wie ich vielleicht im Kindergarten, wir stehen dann auch ein Stück weit für die Veränderung. Und so habe ich es dann gesehen. Und der Mann, als ich noch meine Ausbildung gemacht habe, da musste ich in der ersten Woche den Garten umgraben, habe mich dann beschwert bei meiner damaligen Leiterin, habe gesagt, ich bin hier, um einen Beruf zu erlernen. Und meinte sie, ich soll mich mal nicht so haben. Das könnten ja Männer auch ganz gut und so. Naja, um das kurz zu machen, habe ich mich dann dafür eingesetzt, dass Männer auch zärtlich sein dürfen, kuscheln dürfen und einfach auch diesen Beruf lernen. Das ist vielleicht kein Handwerk, aber es ist ein wichtiger Beruf und da gehören auch Männer hin. Also soviel zum Thema meiner Diskriminierungserfahrung. Also das finde ich sehr beeindruckend, auch schön, dass du aus dieser negativen Erfahrung dann doch was Positives ziehen konntest und eben auch anderen dann helfen und den Weg bereiten konntest. Das hört sich sehr toll an. Danke. Anja, von dir weiß ich, dass es teilweise auch so ein bisschen abwegige Gründe gibt, warum man vielleicht aus einem Bewerbungsverfahren ausgeschlossen wird. Magst du da mal was dazu erzählen? Genau. Erstmal würde ich nur ganz kurz nochmal mit einwerfen. Ich habe ja viele, viele Jahre in Berlin gewohnt und ich habe 19 Jahre Berufserfahrung mittlerweile im sozialen Bereich, in der Pflege und habe dort schon einen sehr, sehr großen Wandel miterleben dürfen. Gerade in der Hauptstadt ist es so, dass man an Vielfalt einfach nicht vorbeikommt. Und in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen ist es gang und gäbe, dass ich mittlerweile, was das Pflegepersonal angeht, auf alle Nationalitäten treffe. Wir haben natürlich keine, was heißt natürlich? Leider gibt es in dieser Branche so gut wie keine Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung. Es liegt wahrscheinlich auch daran, weil einem maximal viel körperlich abverlangt wird im Pflegebereich und man nicht nur im Schichtdienst ist, sondern körperlich schwerst arbeitet. Aber was die Vielfalt angeht, sind wir da auf einem perfekten Weg.
was ja auch zum Wohle der zu betreuenden Menschen auf jeden Fall dient. Allerdings, was mich sehr, sehr ärgert, ist die Tatsache, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern häufig ihre Ausbildungen nicht anerkannt bekommen. Das heißt, wer eine Krankenschwester-Ausbildung gemacht hat oder Krankenpfleger ist und aus dem Ausland kommt und stellenweise diesen Job dort auch studiert hat, denn Deutschland ist mit der Pflegeausbildung noch weit hinten dran, der bekommt diesen Status in Deutschland nicht anerkannt und arbeitet als Hilfskraft, obwohl er eigentlich quasi ein studierter Krankenpfleger ist. Und das ist was, was einfach gar nicht geht in Deutschland. Ja. Und zu meinen persönlichen Erfahrungen, ich bin relativ früh in der Pflege in Führungsposition gerutscht und als junge Frau mit noch, sag ich mal, noch keinem Kind oder mit einem kleinen Kind wurde mir permanent die Frage gestellt, war es das jetzt mit dem Kind? Gibt es noch ein Kind? Sind Sie in der Lage, überhaupt zu arbeiten mit kleinem Kind? Und als ich dann tatsächlich einen wundervollen Führungsjob gefunden habe, wurde mir ganz klar gesagt, den Job dürfte ich haben, wenn ich denn doch garantiere, quasi durch, packen Sie mir doch Ihre Eierstöcke auf den Tisch, dann dürfte ich den Job haben. Und das war, glaube ich, der Satz schlechthin, wo ich wusste, das wird nichts mit uns. Das finde ich unfassbar. Der ist tatsächlich so gefallen. Dieser Satz ist tatsächlich so. Ja, und die Horde an Herren fand das auch unglaublich witzig, die das von sich gegeben haben. Aber für mich ganz klar. Natürlich, ich bin als Arbeitnehmerin nicht verpflichtet zu sagen, ob ich noch ein Kind möchte oder ob ich gerade schwanger bin. Das ist alles keine Frage und das ist auch meine Entscheidung. Nichtsdestotrotz, ich verstehe natürlich auch die andere Seite, auch die Arbeitgeber, denen man ausfällt, wenn man schwanger sein sollte. Nichtsdestotrotz aber dann ist doch es mein Körper und meine Entscheidung. Und die Art und Weise geht einfach nicht. Also wenn ich sage, ich darf Sie das nicht, würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich und so weiter. Man kann es ja viel netter, sensibler und empathischer fragen. Genau. Eigentlich finde ich das gut, dass es so gesagt wurde, weil das ist nämlich genau dieser Aspekt, mit dem Sie zum Beispiel oder mit dem du, Anja, zum Beispiel mit dem AGG gegen diesen Arbeitgeber vorgehen kannst. Und ich glaube, dass hier an solchen Situationen merken wir, dass die Gesetze, auch wenn sie in der Realität nicht so funktionieren, wie sie eben geschrieben sind, aber da geben sie uns zum Beispiel auch Instrumente in die Hand, dagegen vorzugehen. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass der Arbeitgeber sich so outet und sehr klar das in dieser diskriminierenden Form äußert, weil immer wenn sie das ein bisschen schön packen und dann sagen, naja, die Qualifikationen passen nicht, wir haben für jemand anderen entschieden, dann wird es ganz schwierig, Ihnen das nachzuweisen, dass im Grunde genommen ganz was anderes im Hinterkopf der Grund ist, warum genau diese junge Frau eben nicht angenommen wird, sondern anstelle dessen eben ein Mann angenommen wird. Oder auch an der Stelle wird. Aber nee, ich noch mal kurz, entschuldige, Feli, entschuldige bitte. Ja. Aber wenn ich doch den Job gerne möchte und wenn es sonst alles passt, wenn ich dann dagegen vorgehe, das ist doch genau die Problematik dahinter. Naja, also, du bekommst ihn ja dann sowieso nicht. Das ist ja dann schon zu spät. Also in dem Moment ist der Zug abgefahren. Da kann ich das auch stimmt doch nicht. Wenn ich sage, ich lege meine Eierstöcke auf den Tisch, ja bitte, mache ich nicht mehr. Hier haben Sie meinen Spiralenpass. Dann bin ich doch drin. Das ist doch, stimmt ja nicht. Dass ich da willst du wirklich... Perfekt natürlich. Ne? Ich meine, die Arbeitgeber würden sich freuen und würden sagen, ja, mit unserer sexistischen Haltung, das klappt. Sie nehmen wir dann auch mit ins Team. Aber ich finde... Was Arbeitgebern auch klar werden muss, es funktioniert ja gar nicht immer so. Ich erinnere mich, gerade wo Anja das erzählt hat, an eine Situation bei mir in der Firma früher. Wir waren mehrere Kolleginnen, die relativ zeitgleich schwanger wurden und das ankündigten bei der Chefin im Büro. Ne? Wir fallen jetzt aus nacheinander und dann kam nach ein paar Wochen die Chefin und sagte, sie hätte jetzt Ersatz gefunden für eine unserer Kolleginnen, die in Elternzeit ging und natürlich ein Mann, damit ihr das nicht wieder passiert. Und ich werde nicht vergessen, wie mein Kollege in dem Moment guckte, der dann ins Büro ging und unserer Chefin Elternzeit ankündigte fürs nächste Jahr, weil seine Frau auch wieder schwanger war. Das ist quasi mit den eigenen Waffen geschlagen. Ne? Es ist vielleicht auch ein bisschen charmanter, als mit dem Gesetz kommen zu müssen. Wir haben damals sehr gelacht. Also das finde ich ganz wunderbar, deinen Einwand, Jessica. Schön, dass du dich einfach zu Wort gemeldet hast, weil ich glaube, das wird total oft vergessen. Also, dass ein Kind ja zwei Elternteile hat und nicht nur die Mutter zuständig ist. Natürlich ist die Mutter wahrscheinlich erstmal ein Jahr auf jeden Fall weg, aber
es kommt ja auch immer mehr, dass Väter dann auch wirklich Elternzeit nehmen und das auch eingefordert wird. In dem Fall war es auch tatsächlich so, dass ich zum Beispiel, ich war eine der Kolleginnen, die schwanger war zu dem Zeitpunkt, ich war exakt 9 Wochen nicht da, bin danach zurückgekommen. Nur meine Kollegin, die hat halt länger Elternzeit genommen und am längsten von uns hat tatsächlich besagter Kollege Elternzeit gemacht. Es wird Männern immer noch nahegelegt, das eben nicht zu tun. Sie haben ja ihre Frau oder auch, und den Satz habe ich schon mal mitbekommen, wenn Sie meinen, Sie machen das, Herr Ortlieb, dann machen Sie das mal. Ich hätte noch ein positives Beispiel, wobei man jetzt auch wieder sagen kann, ist es diskriminierend gegenüber allen, die es nicht können. Aber mir ist es schon ganz oft aufgefallen, dass tatsächlich auch gezielt gesucht wird in manchen Branchen, dass man über Sprachfähigkeiten verfügt. Ja, und dass da immer mehr Arabisch in den Vordergrund rückt, Russisch etc. Und man kann ja auch, sage ich mal, auch wenn man in Deutschland geboren ist, trotzdem auch zweisprachig oder dreisprachig oder wie auch immer aufgewachsen sein. Insofern finde ich das schon gut, dass von einigen Arbeitgebern auch tatsächlich auf Vielfalt geachtet wird. Ja, das heißt ja nicht zwingend, dass ich deswegen, wenn ich jetzt kein Russisch spreche, weniger Chancen habe. Ich muss mich vielleicht in manchen Bereichen arrangieren, als Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber ich merke tatsächlich da ein Umdenken. Man ist nicht mehr so steif wie früher, hoffe ich, denke ich, sind meine Erfahrungen. Ja, sehr schön, dass wir auch so ein rundes Bild bekommen und eben nicht nur die negativen Aspekte aufzählen. Ich glaube, ich habe bis jetzt einfach viel, viel Glück gehabt. Was mir aber aufgefallen ist in der Runde, und das habe ich mir hier vorhin extra aufgeschrieben, weil sowohl Grazia ein bisschen allgemeiner als auch Ina und Erik das angesprochen haben. Es wäre so schön, wenn Arbeitgeber generell mal sehen würden, dass Vielfalt nicht der Makel ist, sondern die Chance. Einen männlichen Erzieher bei uns im Kindergarten, ich wäre begeistert. Also wir haben tolle Erzieherinnen bei meinem Jüngsten, aber ich fände mal einen Mann dazwischen toll. Gerade weil das ja nochmal eine andere, ganz oft doch andere Aspekte. Ich weiß, es klingt auch ein bisschen diskriminierend, aber trotzdem glaube ich, es tut Jungs gut, auch männliche Vorbilder zu haben, so, die im Kindergarten unterwegs sind. Und Ina hat das gesagt, dass ein Callcenter darauf setzt, dass jemand, der eine Sehbehinderung hat oder erblindet ist, anders zuhört. Es gibt doch Chancen und es gibt auch gerade in diesem Reibungsfeld ganz viele Chancen, je mehr Perspektiven wir an Bord holen. Und ich finde, man muss es irgendwie hinkriegen, dass das mal in den Vordergrund rückt. Dann braucht man nämlich die Quote nicht, weil wenn der Arbeitgeber sieht, hey, ich profitiere, dann ist doch alles gut. Genau, das heißt, es ist auch wichtig, dass Menschen, die Personalverantwortung haben, dieses Bewusstsein dafür bekommen, ne? Und dass sich da ein Wandlungsprozess etabliert. Sibel, du wolltest noch was sagen. Ja, ich fand das total schön, wie Jessica nochmal den Begriff der Chancengleichheit reingebracht, aber auch so Kompetenzen, die eben mit bestimmte Menschen einfach auch haben können. Und das ist im Grunde genommen, man spricht manchmal auch von positiver Diskriminierung, ja. Aber es ist einfach so, dass eben Menschen, die ohnehin eine Diskriminierung und Diskriminierungsmechanismen begegnen in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt, eben über diese Schienen, und das sind so ein bisschen Nischen, wenn du so willst, Anja, wie du sagtest, das sind dann die Nischen, die sie sich suchen. Und das ist natürlich dann im Grunde genommen nicht die Chancengerechtigkeit, die wir uns eigentlich erhoffen. Und ich glaube, dass ich bin auch keine Befürworterin von Quoten, aber ich finde, dass wir in der Realität einfach eine diskriminierende Situation vorliegen haben. Sehr viele Studien belegen das und wir müssen im Grunde genommen, muss das ein Zusammenwirken von unterschiedlichen Methoden sein. Ich glaube, an manchen Stellen muss man Menschen über Quoten, also führungsverantwortliche Personen, vor allen Dingen privilegierte Männer, sage ich jetzt mal. Erik, ich werde gleich hören, was du dazu sagst. Aber dass die auch mal in die Lage versetzt werden,
diese Quote einführen zu müssen, weil sie sich sonst vielleicht gar nicht bewegen in diese Richtung. Das ist so die eine Schiene. Die andere Methode ist eben genau ganz konkret auch zu sagen, Menschen, die bestimmte Kompetenzen haben, die wir ganz besonders in unserem Unternehmen, in unserem Betrieb, in unseren Arbeitsbereichen brauchen können, die sprechen wir an, weil sie sonst sich sowieso immer wieder die Nischen suchen. So, das heißt, man eröffnet ihnen ein bisschen mehr gerechtere Chancen und Zugänge. Und das andere, und das ist so mein Favorit, weil ich denke, wir schaffen eine diskriminierungsbewusste Arbeitswelt nur, wenn wir Führungsverantwortliche und Personalverantwortliche haben, die sich wirklich mit diesen Aspekten auseinandersetzen, die ein Bewusstsein entwickeln für Diskriminierungsmechanismen, die häufig auch unbewusst passieren. Weil wir arbeiten ja mit unseren ganzen Bildern im Kopf. Wir haben Filter, durch die wir eben all die Personen, denen wir begegnen, das, was wir gehört haben, da durchjagen. Und das, was so ein bisschen festsitzt an Bildern, die natürlich auch durch Prägungen und so weiter entstehen, das braucht Zeit, bis man das so ein bisschen wieder wegtrainiert hat. Und ein wunderbares Beispiel hatte ich von einem Betrieb, einem Verkehrsbetrieb. Mit ihnen haben wir gearbeitet, weil sie Geflüchtete als Busfahrkräfte angesprochen haben, weil Anja, du hattest das ja auch mit dem Gesundheitswesen angesprochen. In den Bereichen, Arbeitsbereichen Gesundheitswesen, Verkehrswesen, da haben wir großen Bedarf an Arbeitskräften. Da funktioniert es. Da gibt es keine Hürden, weil man sie braucht. Und da, wo es nicht funktioniert und wo die Hürden sind, sind die Betriebe oder die Unternehmen, in denen man nicht unbedingt jetzt mal die Migranten braucht oder Menschen mit Behinderung braucht, weil man hat genug Personal, die der sogenannten Norm entspricht. Und da haben wir diese Erfahrung mit dem Verkehrsbetrieb gemacht. Wir haben mit ihnen über Jahre gearbeitet und sie haben sich aber wirklich bewusst mit ihrer Geschäftsführung und mit mittleren Leitungspersonen und auch der Personalverantwortlichen auf den Weg gemacht und gesagt, wir unterzeichnen die Charta der Vielfalt und wir schauen uns mal die einzelnen Merkmale mal an, die in der AGG zum Beispiel geschützt sind. Und dann haben sie sich tatsächlich eins nach dem anderen vorgenommen und sich damit auseinandergesetzt. Und nach einigen Jahren sagte die Personalverantwortliche, es ist wirklich spannend. Ich merke, dass dieser Prozess mir was gebracht hat, weil in den Vorstellungsgesprächen frage ich gezielt nach interkulturellen Kompetenzen. Das habe ich vorher weder in den Bewerbungsschreiben mir angeguckt, auch Sprachkompetenzen, noch bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, danach zu fragen. Und das ist, glaube ich, also das wäre sozusagen mein Weg zu sagen, das ist der Weg, wie wir eben, das ist ein langfristiger Weg, aber ein nachhaltiger Weg. Weil wenn das Bewusstsein sich verändert, dann wird das natürlich Auswirkungen auch auf die Gesellschaft und auf die einzelnen Personen haben. Und auch nochmal sozusagen für Menschen mit sichtbarer Einschränkung auch nochmal den Appell loszuwerden. Wir brauchen einfach mehr Offenheit. Also uns begegnet es immer noch so, dass gerade wenn man eine sichtbare Behinderung hat, dass uns das die Fähigkeit, dass wir arbeiten können, völlig abgesprochen wird. Und davon müssen wir uns jetzt wirklich lösen. Und es ist ja nicht nur das Thema Kündigungsschutz, was da dem auch immer wieder ein Stück weit auch in die Quere kommt. Aber ich erlebe es tagtäglich auf dem Weg ins Büro, dass ich halt von Menschen angesprochen werde, ach, gehen Sie jetzt Gassi mit Ihrem Hund? Und ich sage, nee, ich gehe ins Büro. Und der Hund muss halt mit, ja. Und dann, ach, Sie müssen arbeiten. Und ich denke mir so, Himmelsackzement, ich muss nicht arbeiten. Ich habe das Glück, dass ich arbeiten darf und dass ich einen Job habe. Und ich glaube, das ist einfach nochmal so der Appell, den ich auch an die Gesellschaft auch richten möchte. Hey, geht einfach mit mehr Offenheit und Mut da voran, lernt die Leute kennen, egal welches Merkmal sie gegebenenfalls begleiten mag. Und das kann einfach nur ein Gewinn sein für alle. Grazia, es braucht aber Menschen wie dich, die auch Gesicht zeigen und die genau das sagen. Ich gehe zur Arbeit, ich bin sozusagen, wie ich bin und ich mache das. Und das strahlt ja auch auf andere über. Mensch, die Grazia. Und an dich ich kenne dich ja auch ein bisschen, man kann sich auch gut an dir reiben, aber das ist ja genau der Zauber. Dass du ja mehr als dein Rollstuhl bist. Da bin ich auch sehr froh. Also gut und mutig ran, ob jetzt der Mann in der Kita oder du mit deinem Hund oder wer auch immer, weil das auch wichtig ist, sich nicht zu verstecken und sich nicht dann auch noch zu sagen, ja, dann mache ich mich klein. Das wollte ich nochmal am Ende Gesicht zeigen, mutig bleiben.
Und eben immer wieder auch die Möglichkeit schaffen, dass man neue Erfahrungen machen kann und neue Einsichten bekommt und vielleicht Dinge, die man vorher schon so festgesetzt hatte, sich aufweichen und man einen neuen Blick bekommt. Ina, du wolltest da noch was sagen. Ja, es gibt jetzt tatsächlich auch Licht am Ende des Horizonts. Und zwar hat die Bundesagentur für Arbeit jetzt einen Aktionsplan Inklusion aufgelegt. Das heißt, diese Hürde, Mensch mit Behinderung meldet sich arbeitslos und steht dann erstmal vor jemandem, der keine Ahnung hat, was Behinderung und so weiter heißt, wird jetzt dort sukzessiv versucht abzubauen. Das heißt, wir haben es hoffentlich zukünftig auch mit Beratern in der Arbeitsagentur zu tun, die auch das Potenzial von Menschen mit Behinderung sehen. Also das ist jetzt tatsächlich eine ganz neue Geschichte. Ich hoffe, dass das dann auch Schule macht in den Arbeitsagenturen vor Ort und dass wir dann als Menschen mit Behinderung nicht nur als Fall und um Gottes Willen nicht vermittelbar gesehen werden, sondern tatsächlich auch die Fähigkeiten dann in den Vordergrund treten. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die rege Diskussion. Danke an euch alle. Ich fand es sehr spannend und es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich finde, wir haben einen schönen Rundumschlag geschafft. Ja, würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.